reden eigentlich über zu Hause, was in der Schule uns bedrückt oder so. Also wir können mit ihnen über alles reden. Und das macht einen Lehrer aus, finde ich. Ja. Sie sagen jetzt ins Institut? Die Sommerferien beginnen für Charlotte Hornbostel mit einem Arztbesuch. Und so Ben ist auch dabei. Ja. Und wieder einatmen. Schon seit einem Jahr leidet sie unter Ohrensausen und Herzrasen. Also hauptsächlich hier. Seitdem sie weiß, dass sie eine schwierige 5. Klasse bekommt, tut ihr auch der Bauch weh. Blut wurde ihr schon vor einiger Zeit abgenommen, ohne Befund. So, also ich denke, das Gespräch heute, das kann halt nur ein kleiner Anfang sein. Ja. Also einfach mal ein Sensibilisieren, dass man auch mal in eine andere Richtung gucken muss, dass nicht jede Herzrhythmusstörung gleich Vorbote von einem Herzinfarkt sein muss, sondern dass das auch oftmals eine psychische Komponente haben kann. Mhm. Ja. Magenbeschwerden, Tinnitus, Schlafstörung, Appetitlosigkeit. Mhm. Und gerade der Lehrerberuf gehört ja auch mit zu den Helferberufen, das heißt, eine hohe Prävalenz, das heißt also eine hohe Gefahr fürs Auftreten von einem Burnout-Syndrom. Mhm. Und das ist so im Moment meine Idee, was bei Ihnen vorliegen könnte. Mhm. Dass obwohl meine Laborwerte in Ordnung sind. Gerade deshalb. Verstehe ich nicht. Das Problem bei einem Burnout-Syndrom, das heißt bei einem Ausgebranntsein, ist halt, dass wir im Prinzip keine Instrumente haben, sowas frühzeitig zu diagnostizieren. Und auch keine Instrumente haben, eine Prävention zu betreiben, das heißt vorbeugend vorzugehen. Das heißt, wir stellen es in der Regel immer erst dann fest, wenn es zu spät ist. Mhm. Ich denke, das ist jetzt bei Ihnen auch der Fall. Und was kann ich tun? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann ja jetzt nicht meinen Beruf hinschmeißen und sagen, juhu. Entspannen soll sie in den Ferien. Dazu hat ihr Arzt sie ausdrücklich ermuntert. Aber genau das gelingt Charlotte Hornbostel nicht. Statt wegzufahren, holt sie im eigenen Strandkorb liegen gebliebene Arbeit nach. Nur wenig erholt beginnt die Lehrerin das neue Schuljahr. Ihre Rektorin hat entschieden, dass die problematischen Schüler zunächst doch alle in ihrer neuen Klasse bleiben. Ist das jetzt so in der 5. Klasse, wie Sie das befürchtet haben? Es deutet sich an, dass es anstrengend wird, diplomatisch formuliert, wie man sieht, wie man sieht. Setzen! Was denn? Können wir das gleich klären? Was? Irgendjemand hat seinen Arm umgedreht. Okay. So ein Junge kommt hier rein. Oh Mann. Zum Unterrichtsbeginn gibt es Tränen wegen einer Prügelei. Charlotte Hornbostel will wissen, was passiert ist. Auch wenn sie sich eigentlich vorgenommen hatte, dass solche Diskussionen vor ihrem Unterricht seltener werden müssen. In den Ferien hat sie gelesen, dass 2/3 aller Lehrer vor Erreichen des Pensionsalters ausscheiden. Eigentlich würde sie gerne zu denen gehören, die durchhalten. So. Feuer frei, Manuel noch da. Nein. Abflug. Nein. Doch. Nein. Mit deinen Englischsachen natürlich. Schätzlein. Bitte nein. Niklas, es reicht. Möchtest du Punkt 2? Also abschalten. Ich bin vor Gericht. Freue mich drauf. Dein Schulranzen. Naja, also ich arbeite nach wie vor sehr gerne als Lehrerin. Das ist nicht der Punkt. Also ich bin auch noch motiviert, aber ich denke, ich muss gewisse Dinge anders organisieren. Ist schwer, da irgendwas zu ändern, aber also ein Bekannter hat mal gesagt, ganz hart formuliert, man muss den Schüler wie eine Ware sehen. Das fand ich natürlich krass, weil ich kann es nicht und ich kenne auch eigentlich keinen hier in meinem Umfeld, aber der sagt ganz klar, nur so überlebst du. So ruhig bleibt es.